Ja, das war das erste Stück, mit dem wir losgelegt haben. Das war eigentlich eine Uraufführung heute, denn dieses Stück habe ich vor ungefähr einem Monat geschrieben. Und das heißt Waiting at the Red Light. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwo im Rotlichtviertel gewartet hätte, wie das zum Beispiel mein Bassist vermutet hat. Nein, nein. Als ich nach Stuttgart mit dem Auto fuhr, ist mir einfach dieser Titel eingefallen. Und wie das oft so ist, ich habe dann immer die Angst, dass ich das einfach vergesse und dass der eine Stunde später wieder weg ist. Und dann war eine richtig lange rote Ampelphase an der König-Karls-Brücke. Da habe ich schnell das Handy zur Hand genommen, habe mir so die Phrase so ein bisschen ins Handy reingesungen, damit ich es nicht vergesse. Und das ist jetzt tatsächlich das Ergebnis davon. Waiting at the Red Light. Ja, jetzt ist es so angekündigt und das Programm, was wir heute für Sie spielen wollen, das ist die Jazz History. Wir wollen tatsächlich ganz von den Anfängen des Jazz, von Ragtime über New Orleans Jazz, über Dixie, über Swing, über Bebop, über Cool Jazz, über Mischformen, so die Jazzgeschichte beleuchten mit unserem Trio. Man kann ja sagen, oder im Nachhinein haben Jazzhistoriker die Jazzgeschichte so in Dekaden eingeteilt, also in Jahrzehnte, dass sie sagen, New Orleans Jazz war so ungefähr von 1900 bis 1910, 1920, und dann kam der Dixieland, dann von 20 bis 30er Jahre. Es gab dann natürlich immer dann die zwischendrin, man kann das nicht ganz genau trennen, aber dann die 30er Jahre waren der Swing, Bebop in den 40er Jahren, Cool Jazz in den 50er Jahren, Hardbop, und dann gab es dann die ganzen Mischformen auch und Free Jazz dann auch schon 60er Jahre, 70er Jahre, dann der Jazzrock. Und dann gab es natürlich wieder diverse Revivals, sodass dann alles wieder ein bisschen durcheinander gemischt wurde. Aber wir wollen jetzt einfach mal der Reihe nach vorgehen. Und zwar sind tatsächlich ganz, ganz viele Musiker, eigentlich die meisten in Amerika, die Route 66 auf ihren Konzerten gefahren. Das ist die Route 66, die Straße, die von Chicago nach L.A. führt oder genau gesagt nach Santa Monica oder auch wieder zurück. Und die haben tausende von Kilometern immer für ihre Konzertreisen hier auf dieser Straße verbracht. Deswegen wollen wir mit diesem Titel anfangen, der ja, von uns eigentlich schon lange im Programm ist und auch auf unserer ersten CD mit vertreten ist. Route 66. Thank you.
So, jetzt wollen wir aber wirklich weit zurückgehen, weit, weit zurück in die Anfänge des Jazz, nämlich in den Ragtime. Einer der Namen, die für den Ragtime ganz besonders steht, ist Scott Joplin. Scott Joplin, der hat einige wunderschöne Ragtimes komponiert. Er ist 1857 geboren, im Juni. Manche Quellen sagen auch erst im Januar des folgenden Jahres. Also es muss eine sehr schwere Geburt gewesen sein. Ja, und er hat im Jahr 1902 bereits den Entertainer geschrieben. Der Entertainer ist wohl der berühmteste Ragtime, die berühmteste Ragtime-Komposition. Und Mitte der 70er Jahre, ich glaube es war 1974, hat er nochmal ein ganz großes, populäres Revival erfahren, indem er in dem Film Der Clou verwendet wurde. Damals gespielt von Marvin Hamlisch. Ja, und wie gesagt, 1902, dieses Stück ist also jetzt 120 Jahre alt, Der Entertainer von Scott Joplin. Ja, Ragtime und auch die daraus entstandene Klavierspielart des Stride Piano. Stride Piano mit Basston, Akkord, also praktisch so eine Art Begleitung. Ja, sowas. Und
wirklich vollgriffige Akkorde in der rechten Hand, die haben natürlich eine entsprechende Klangfülle gegeben. Und die Musiker, die damals aufgetreten sind, die hatten zum größten Teil eben auch in etwas zwielichten Etablissements gespielt. Und manche böse Zungen behaupten, dass diese Art Klavier zu spielen so entstanden ist, möglichst vollgriffig, möglichst laut zu spielen, damit man die Geräusche aus der oberen Etage nicht so hören sollte. Ob es tatsächlich so war, ich kann es nicht sagen. Ja, als nächstes kommen wir dann zu einer wichtigen Situation oder Station des Jazz, nämlich die erste Jazz-Schallplatte. Die erste Jazz-Schallplatte ist 1917 entstanden und zwar damals eingespielt von einer weißen Band aus New Orleans, die Original Dixieland Jazz Band. Die ist in New York eingeladen worden von der Firma Victor. Ich weiß nicht, ob sich mancher von Ihnen an diese Schallplattenfirma Victor erinnert. Die haben das Risiko gewagt, diese neue Musik auf Schallplatte zu pressen. Jetzt diese Band, die New Orleans Dixieland Jazz Band, die wollten eigentlich auch nicht nur spielen wie schwarze Musiker, die wollten auch aussehen wie schwarze Musiker und haben sich deswegen tatsächlich schwarze Strumpfmasken über die Gesichter gezogen und natürlich dann Löcher für die Augen und Mund dann reingeschnitten. Ja, und diese Musik, die sie da aufnahmen in New York 1917, das war der Original Dixieland One Step. Für die Plattenfirma war es ein großes Risiko, ob sich das überhaupt verkaufen würde. Und die haben sich einen Slogan ausgedacht: Musik, die Mumien zum Leben erweckt. Die Platte hat sich großartig verkauft. Original Dixieland One Step.
Ja, das war der Original Dixieland One Step. Und dann hat sich eine bestimmte Klavierspielart in der Zeit dann anschließend auch entwickelt, die sehr, sehr publikumswirksam war, nämlich der Boogie Woogie. Und da sind eben zum Beispiel Pianisten wie Meatlux Lewis, Albert Emmons, eine ganze Menge sind da tatsächlich sehr erfolgreich gewesen. Ich habe mir vor ziemlich genau 20 Jahre ist das schon her, tatsächlich auch mal Gedanken über einen Boogie Woogie gemacht und habe den Didi Boogie genannt. 2002 habe ich den geschrieben. Didi Boogie. Ja, vielen Dank, Didi Boogie. Manche wundern sich vielleicht, warum Didi. Das ist also kein Name, sondern das heißt einfach D, praktisch zwei Ds, weil in diesem, vielleicht hat es mancher von Ihnen mit den scharfen Ohren gehört, da kommt eine Doppeldominante drin vor in diesem Boogie. Das ist äußerst selten. Deswegen D, D, Doppeldominante, Boogie.
Für die Musikwissenschaftler unter Ihnen. Ja, jetzt kommen wir aber so langsam in die Zeit des Swing. Und da gab es auch einen Musiker, der so zwischen Dixieland und Swing eine ganz, ganz wichtige Rolle spielte, nämlich Fats Waller. Fats Waller, er hatte einen beachtlichen Bauchumfang, deswegen Fats, er hieß eigentlich Thomas Waller. Und der hat unglaublich schöne Stücke geschrieben in der Zeit damals, zum Beispiel Ain't Misbehaving, Keeping Out of Mischief Now und so weiter. Also er hat wunderbare Standards geschrieben und einer davon war Honeysuckle Rose. Honeysuckle Rose ist tatsächlich ein Standard geworden, den fast jede Dixieland- und Swingband auch spielt. Und er hatte zusammengearbeitet mit seinem Texter Andy Rysoff und der hat wunderschöne Texte geschrieben und die Entstehung bei diesem Titel ist so, dass zuerst der Text da war. Der hat ihn angerufen am Telefon und hat gesagt, du pass auf, ich habe hier einen wunderschönen Text, hat ihm vorgelesen und Fats Waller, ein Wahnsinnsgenie, hat während des Telefonats diesen Titel geschrieben, während er den Text hörte. Ja, also fantastisch, während dieser, ich weiß nicht, vielleicht 5 oder 10 Minuten, wo die miteinander telefoniert haben, ist Honeysuckle Rose entstanden. Und den spielen wir jetzt auch für Sie.
Ja, Hansi Schüller am Bass. Jan Philipp Wiesmann am Schlagzeug. Ja, und Fats Waller war ja, wie gesagt, einer, der dieses Bindeglied zwischen dem älteren Jazz und dem Swing dann darstellte. Und wenn wir jetzt in die 30er Jahre kommen, also wirklich in die Hochzeit des Swing, da fallen Ihnen bestimmt irgendwelche ganz bekannte Namen ein. Protagonisten, oh, schwieriges Wort, des Swing. Benny Goodman, ja, King of Swing, Benny Goodman. Ich meine, es war auch die Zeit der großen Big Bands. Fällt Ihnen sonst noch jemand ein? Count Basie ist natürlich völlig richtig, auf den werde ich gleich noch kommen. Vielleicht auch einer, der noch so gegen Ende der 30er Jahre dann auch, der ist verschollen irgendwie über dem Atlantik. Ist Glenn Miller, genau. Glenn Miller war natürlich auch einer der den Protagonisten, jetzt geht's leichter, des Jazz, des Swing. Und Count Basie ist vorher genannt worden. Ja, Count Basie, der hatte zuerst mit seiner Kansas City 6, Kansas City 7 eine kleinere Formation, aber auch eine der bekanntesten Big Bands, die sich dann jahrzehntelang gehalten hat. Und was die wenigsten wahrscheinlich wissen, dass es eine Verbindung gibt zwischen Fats Waller und zwischen Count Basie. Fats Waller war nämlich der Orgellehrer von Count Basie. Ja. Ja, die haben beide auch Orgel gespielt. Ja, gut, Count Basie wollen wir jetzt mit einem Titel, der für ihn steht, dieses Jumping at the Woodside, wollen wir aufs Trio übertragen. Und Jumping at the Woodside, ja, at the Woodside, was ist das? Das war ein Hotel in Harlem, in dem die Jungs damals gespielt, geprobt haben. Es gibt ja einige solche Titel, zum Beispiel Stomping at the Savoy. Das Savoy war eben auch der Savoy Ballroom. Dann sind Titel entstanden, die einfach den Namen dieser Hotels trugen. Und Jumping at the Woodside, wie gesagt, jetzt mit unserem Trio. Thank you.
Jan-Philipp Wiesmann. Hansi Schuller. Tja, und mit Count Basie entlassen wir Sie jetzt zuerst mal in eine kurze Pause. Nachher geht's dann gleich weiter mit Bebop.